Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde. Ich bin euer lieber Odo und wir sind zurück bei Victoria 3 mit Österreich. Wir haben Juli 1930 und das Spiel gibt noch 5,5 Jahre. Wir wollten bis zum Ende des Spiels quasi spielen. Wir sind so konservativ bis zum Schluss geblieben, dass wir erst jetzt gerade das allgemeine Wahlrecht umgesetzt haben, 1930, in der vorherigen Folge. Und in Wirklichkeit sind wir auch so weit fortgeschritten, was die Wirtschaft betrifft. Also wenn wir uns das anschauen, nirgends ist es so grün wie bei uns. Wir sind bezüglich Standard of Living auf Platz 8. Vor uns sind eigentlich nur Länder, vor uns sind eigentlich nur Länder, die winzig sind. Und die meisten von denen sind auch in unserem Markt. Einige wenige Ausnahmen gibt's dafür. Aber die meisten sind, wie schon gesagt, bei uns im Markt. Wir sind bezüglich der Literacy Rate auf Platz 8. Und auch nur kleine Länder, die fast nur kleine Länder vor uns. Die United States sind vor uns noch. Aber ansonsten sind wir von den Großmächten der einzige da oben. Und die meisten anderen sind wiederum bei uns in unserer Customs Union, beziehungsweise teilweise sogar Protektorate von uns. Oh, Rivalry Broken. Wir haben eine Rivalität verloren, und zwar mit wem? Spanien. Ah, wahrscheinlich, weil sie gerade von ihren Rebellen auseinandergenommen werden. Das ist dann keine Rivalry mehr mit ihnen. Jo, was sind die anderen großen Großmächte? Russland, mit dem haben wir schon eine Rivalry. Ich glaube, mit den Vereinigten Staaten haben wir noch keine Rivalry, aber die mögen uns eh auch nicht. Also so gesehen. Declare Rivalry. Yep. Da kriegen wir wieder ein bisschen Punkte. Die mögen wir eh nicht. Die liberalen Typen. Mhm. Ja. Was ich mir auch angeschaut habe zwischen den Episoden, ist, wie groß unsere einzelnen Länder sind. Österreich ist riesig mit 7 Millionen Einwohnern. Das ist das. Wenn ihr euch das anschauen wollt, das ist das Gebiet von Niederösterreich und Oberösterreich im Großen und Ganzen. Der Tirol ist Salzburg, Tirol, Vorarlberg. Und Steiermark ist Steiermark und Kärnten. Das Burgenland ist hier bei Transdanubien dabei. Das heißt, in einem Gebiet, wo jetzt zwar auch die meisten Leute wohnen in Österreich, nämlich etwa, wir haben hier derzeit etwa 2 Millionen Wiener, 2 Millionen Niederösterreicher und noch einmal fast 2 Millionen Oberösterreicher, also 6 Millionen Maximum, eher ein bisschen weniger als 6 Millionen Einwohner. 1930 haben wir hier für weite mehr in unserem Spiel. Aber wie ist das mit der Steiermark eigentlich? Wie viele Einwohner haben die? Sind, glaube ich, nicht so groß. 2 Millionen Einwohner Steiermark. Das passt dem, was sie wirklich hatten. Und Tirol ist, glaube ich, wirklich besonders, ist besonders klein. Ja. Nicht mal 1 Million. Ja. Die passen eher zu dem, was wir zu dieser Zeit tatsächlich haben. Aber Österreich ist natürlich super, super industrialisiert, könnte man sagen.
super industrialisiert, könnte man sagen, an dieser Stelle. Auch Venetien ist extrem groß mit 10 Millionen Einwohnern. Ja, machen wir einfach weiter. Weil wir haben nichts zu tun, außer zu warten, bis die Buildings wieder durch sind und dann bauen wir neue Sachen. Wir schauen. Ah, stimmt, das haben wir das letzte Mal auch noch gemacht. Wir haben Zeug verkauft, dass wir zu viel produzieren. Also, Munition. Kann man das exportieren auch? Ein bisschen mehr Geld machen. Nicht, dass wir es brauchen würden. Sizilien braucht welche. Wie unerwartet, und das, obwohl sie im Krieg sind. Und Qing auch. Schauen wir mal, ob noch jemand Tanks braucht. Das glaube ich aber nicht. Ja. Ich. Oh, was sind wir denn? Defensiv. Das ist ja cool. Wusste ich gar nicht, dass die das noch nicht haben. Aber bei denen hat sich das irgendwie nicht ausgezahlt. Die sind zu weit weg, um Protektorat zu werden, wahrscheinlich deswegen. Mhm. Ja, zurück zu unserem Markt. Na, das verkaufen wir nicht. So, können wir da irgendwas kaufen vielleicht? Hat irgendjemand Möbel? Oh, die Franzosen stellen ziemlich viel von dem Zeug her. Wie das? Nicht schlecht. Brauchen noch immer urviel von dem Zeug. Auch da produzieren die Franzosen Mengen von dem Zeug. Die Spanier auch. Ja. Die Kommunisten haben den Krieg gewonnen. Kann man Wein auch noch kaufen von irgendjemandem? In so großen Mengen? Unwahrscheinlich, gell? Tripolitan. Schau was. Die Osmanen verkaufen auch einen Haufen Wein. Kaffee könnte man vielleicht selber anbauen noch. Viele Länder nicht mehr, wenn uns die Leute fehlen, wie schon gesagt. Zucker bauen wir uns selber noch an. Es gibt Sugar Plantations. Okay. Zuckerrohr wahrscheinlich. Passt. Das ist absolut ärgerlich. Von denen haben wir viel zu viel, aber wir können sie nur gemeinsam mit Telefonen produzieren. Und von Telefonen wiederum haben wir zu viele. So,
Ach, Österreich hat nur noch 75.000 Leute frei. Uff. Wenig, wenig. Oh, die Steiermark hat aber einiges frei. Und Südtirol. Schau dir was an. Nichts expanden. Und wahrscheinlich auch noch immer nicht importieren. Nope. Wir stellen mehr Glas her. Okay. So. Folgendes, beziehungsweise nein. Kein Plastik. Stahlglas. Na gut. Wurscht. Ja. Wir stellen überall das Maximum an Porzellan her mittlerweile, oder? Porzellan ist nämlich noch teurer als das normale Glas. War alles auf das stellen. Stellen wir einfach das um. Und bauen wir dafür mehr Kohleminen. Passt. Mehr Kohle. Okay, wir brauchen vielleicht doch wieder etwas mehr Bürokratie. Wie machen wir das? Ist das da? Government Administration. Überall mal eins.
Ja. Hallo, hallo, hallo. Ich meine, wir könnten natürlich auch in den Gebieten, wo wir viele Leute haben, mehr Barracks bauen. Venetien zum Beispiel. Beziehungsweise noch Naval Bases. Nochmal 10 Naval Bases dazu und 5 Barracks hier. Ah, passt eh. Und dann weiter. Bei der Sizilien hat wieder alles übernommen. Passt. So, dann schauen wir mal. Obligations haben wir in Formosa. Da brauchen wir sie nicht mehr. In Lanfang. Das ist da drüben irgendwo. Hier. Okay, wir müssen mit dem Defensive Pact anfangen. Kann ich bald wieder den Dings machen. South Africa, sind die schon? Nein, sie sind noch kein Protektorat. Schaut doch nicht so aus, als wollten sie es werden. Uark. Sie würden machen, aber warum nicht? Oh, wir sind in Allianz mit ihnen. Da haben wir minus 51. Ja, machen wir mal das. Dann sind sie amicable. Jetzt würden sie das Trade Agreement machen und auch die Customs Union. Verrat noch nicht, nein. Machen wir Bankrolling bei euch. Schauen wir, ob wir noch eine Obligation kriegen dann. New Granada. Ich glaube und fürchte, dass ich bei denen auch nichts machen kann mit meinen Obligations. Die wollen keine Customs. Kein Protektorat werden, das schaffe ich irgendwie nicht. Warum eigentlich nicht? Powerful Protectors, ärgerlich. Ja, kann man nichts machen. Schauen wir mal, können wir irgendjemanden seine Schulden zahlen? New South Wales. Die machen die Schulden schneller, als ich sie nachzahlen kann. Chance. Formosa auch schon wieder. Oman auch schon wieder. Brunei, Burma, China, Sambas. Oh, das kenne ich noch nicht. Machen wir doch klar. Bang, Aceh. South Africa, Uluru, oh, Uluru. Das hatten wir auch noch nicht. Frankreich, Yogyakarta, Surakarta, Lahai und Spanien. So, Obligations.
Mann, brauchen wir nichts. Die sind nämlich eh Teil von meinem Land. New South Wales. Bin ich mir nicht sicher. Was ich mit denen machen kann noch. Uluru auf jeden Fall. Nochmal ein Trade Agreement. Okay, die sind schon Protektorat, das heißt, wir brauchen gar nichts mehr von euch. Tschüss. Shiva, oh, Shiva ist gut. Pause kurz. Mal schnell nach Shiva schauen. Die haben nicht einen Teil von Kaff, die unser Dingsmann eingenommen. Können wir zum Protektorat machen. Damit werden wir wahrscheinlich wieder, damit werden wir zwar jetzt wieder Infamy kriegen, aber wir sind schon auf 14,5. Also so gesehen. Wo ist Sambas? Das ist das Sambas. Ah, das ist Schäbel. Wahrscheinlich da drüben irgendwo. Das ist Sambas, oder? Ja. Mit denen können wir noch gar nichts machen, weil wir noch keine gute Beziehung zu ihnen haben. Aber das nächste Mal dann. Formosa brauchen wir nicht. Venezuela aber, das könnte man vielleicht brauchen. Weil die wollen wir in unsere Customs Union, weil die haben Erdöl. Wieso, wo ist die Customs Union bei denen? Wieso haben sie keine Customs Union vor allem? Oh, das Protektorat sehe ich hier nicht. Interessant. Oh, das sind ein Protektorat von Russland, deswegen. Geh bitte, Russland. Bin mir ziemlich sicher, dass ihr kein Dings von denen braucht. Okay, Venezuela brauchen wir eigentlich eh, brauchen wir dann kein Bankrolling machen. Tja, wurscht. So, was haben wir da noch? The Voice of the Nation. A group of respectful musical composers teaching at the Arts Academy in Venetia have approached us. They have drawn attention to the alarming lack of a proper national anthem fit to invigorate our people's spirits. Now that lantern. Okay. Gott erhalte Franz den Kaiser. Das ist invigorating. Mal abgesehen davon, dass der Gute mittlerweile 100 Jahre alt ist. Erblich. Yay, Shiva ist jetzt ein Protektorat von uns. Das heißt, sie sind auch in der Customs Union. Und jetzt haben wir quasi ganz Äthiopien drinnen. Außer da dieses Gojam, aber das ist uns wurscht. Das ist uns wurscht.
So, irgendwas wollte ich noch. Ah ja, stimmt, ich wollte schauen, wie viel haben wir da Infamy? 7,8. Was wird es kosten, euch zu erobern? 14,4. Das heißt, wir würden auf knapp über 30 gehen. Ja, aber sonst in Wirklichkeit. Echt? Wozu habe ich euch eigentlich als Verbündete, wenn ihr mich dann im Stich lasst, selbst bei so einem Kampf? Ah ja, minus 610, weil uns die Leute wieder nicht mögen, ist eh klar. Als hätten wir irgendjemandem was getan. Das sind so nette Leute in Wirklichkeit. Schauen wir mal. Ach komm schon, Amerika, make my day. Und für den Krieg um dieses eine blöde. Keine Ahnung, was das ist. Was seid ihr? Eine Republik. Wer braucht das? Ja, okay. Oh, das hat Sachen ausgelöst. Sind noch andere Sachen jetzt auch. Ein führt wieder Krieg mit sich selbst. Guatemala abandoned El Salvador. Und El Salvador hat auch eine Revolution. Beides interessiert mich eigentlich nicht wirklich. Oh ja, wirklich wahr. Sind wir auf die Seite von Nassau geschlagen. Heißt das, ich brauche jetzt Truppen, um diese Gebiete da unten zu... Okay. Du bist mobilisiert. Du bist mobilisiert und greifst... Da an. Du wirst mobilisiert und greifst da an. Du Schipernackel. Quartierstruppen. So. Oh, das machst du gerade. Na dann, das, dann mach das bitte weiter. Wir wollen schließlich, dass unsere Truppen hier nicht blöd rumfallen. Wir könnten tatsächlich von den Vereinigten Staaten Sachen verlangen. Wenn sie schon so doof sind und in den Krieg einsteigen, was? Liberate Country. Was könnten wir liberaten? Die Pueblo. Hm, cool. New Africa.
Wieso Belgien dann in den Krieg einsteigen, weil derzeit sind sie nicht im Krieg. Ja, dazu müsste man die Hauptstadt von den Amerikanern erobern. Das ist doof, das will ich nicht. Das ist so mühsam. Ein Treaty Port. Humiliate vielleicht. Auch da müsste man die Hauptstadt einnehmen. War Reparations auch. Was natürlich ginge, wäre eben, wie schon gesagt, das da. Wenn wir herausfinden könnten, wo die entstehen würden. Pueblo entsteht sicherlich in den Vereinigten Staaten. Warte mal, das könnte man vielleicht so mal. New England. New Africa. Wo ist New Africa? Wo würde das entstehen? Sagt sie mir das? Okay, dann machen wir einfach aus. Wir werden einfach die Leute tot machen und die Amerikaner mehr oder weniger ignorieren. Vielleicht habe ich Glück und sie machen Back Down. Obwohl, oder mehr verlangen. Vielleicht ist es dann wahrscheinlicher, dass sie zurückziehen. Wir können zwei Countries swayen. New Granada. Was wollt ihr hier für das? Eine Obligation für Obligation. Mexiko. Was wird's hier wollen? Eine Humiliation. Revoke Claim. Wenn Mexiko dabei wäre, könnte man schon Sachen von den Amerikanern verlangen. Wir könnten verlangen, dass sie Nevada aufgeben, die Amerikaner, oder Kalifornien, und von dort aus angreifen. Ach, ich gebe 5 drauf. Ich will einfach nur das Spiel zu Ende haben. Wir haben 1931, April. Wurscht. In Wirklichkeit ist es egal. Wir sind so weit vorne. Natürlich würden wir den Krieg gewinnen, aber es wäre, wie schon gesagt, mühsam. Und wenn wir schon den Ersten Weltkrieg starten, nur für
einen Miniteil Hessens. In Wirklichkeit ist es egal, wir werden Hessen erobern, Nassau erobern. Und wenn sie aufgegeben haben, machen wir einfach einen weiten Frieden mit den Amerikanern. Einen Teil ihrer Wirtschaft ruiniert, weil sie viel zu viele Truppen ausgehoben haben. Ist okay. Gummi. An einem Ort, wo wir nicht dazu kommen. Ist uns egal. Also. Na komm. Na so. Entscheide dich fürs Aufgeben. Das wäre urlieb von dir. Dann müsste ich keinen Krieg führen. Wär's ganz schnell vorbei. Oh, mach weiter Spiel, gib Gas. Also, du darfst noch zurückziehen. Komm schon. Wir wissen, du möchtest nicht kämpfen. Ach. Doch, du möchtest kämpfen. Na super. Wie schauen denn die zwei Fronten da unten aus? Oh, sehr gut. Da hat er noch gar keine Leute. Das finde ich gut. To arms. So, und dann schicken wir noch dich hier auf eine Naval Invasion. Und zwar hier. Und wisst ihr was? Ich werde dich auch noch mobilisieren. Oh, warte mal. Und auch auf eine Naval Invasion und in dem Fall hierher. Was machen wir? Schauen wir mal. Ja, okay. Aber wie der Krieg läuft, das schauen wir uns erst das nächste Mal an, weil Zeit ist aus. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Tschüss euch.